Was? Klicke auf die Pfeile am Rand, um den Kristall zu rotieren. Positioniere drei Kugeln derselben Farbe nebeneinander, um sie zu entfernen. Entferne alle Kugeln. What? Ja, wir müssen mit irgendeiner Farbe anfangen. Machen wir mal rot. Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Wie soll das denn gehen? Die blauen sind schon... Und die roten sind auch schön nah beieinander. Wenn ich jetzt so mache... Wieder so mache... Ich glaube, ich hab's verbockt, oder? Ah, die Lieder sind sehr nah beieinander. Yay, drei sind schon mal weg. Nächste Farbe. Gelb. Versuch die gelben einfach da drüben rein zu pumpen. Die weiß ich noch nicht. Erstmal den einen gelben. Nein, falsche Richtung. Okay, so geht's auch. Dann muss ich nur den da rauskriegen. Das machen wir, indem wir... So machen. Dann fällt er aber nach da, das ist ja zu weit. Vielleicht bringt das was. Eigentlich ist die Musik gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war doof. Ich bin übrigens gerade bei Rot angekommen, aber weil die so nah beieinander sind, aber irgendwie. Die Kugel fliegt hier immer nur hin und her, das nervt ja. Oh, ich habe auf dieses Spiel, ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Es ist, cool, es ändert sich gar nicht. Guck mal, jetzt bin ich fast da, aber die kriege ich ja nicht da oben rein. Außer ich krieg irgendwie... So... Jetzt hänge ich da drüber. Jetzt kriege ich mich da nicht wieder hoch. Das gibt's doch nicht. Das war falsch. Leute, tut mir leid, aber dieses Spiel macht mich nur kirre. Da habe ich echt keine Lust drauf. Und ich hoffe, die anderen werden nicht genauso sein. Also normalerweise überspringe ich ja keine Spiele, aber das ist echt, Gucken wir nochmal hier. Lieber Kreis und die beiden Zeichen und blau irgendwie. Also, nochmal Kistchen, Kreis. Da hätte ich denken können. Ja.
Es muss natürlich auch geguckt werden, ob es das rechte oder das linke Auge war. Tut mir so leid, sorry. Und dann macht er sein Maul auf. Und ich setze erstmal den da noch ein. Ich habe Angst vor den Spielen. Und ja, sie sind genauso. Absolut genauso. Scheiße. Gleich alle auf einer Ebene. Das ist nicht toll. Und es bringt mir überhaupt nichts. Doch, es bringt mir vielleicht was. Nein, es bringt mir nichts. Meine Hoffnung war irgendwie, dass ich... Nein, dass das halt nicht passiert. Wobei, ah doch, haha, so. Es sind ja zwei dazwischen. So. 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 Wirklich gleich alle auf einer Ebene. Wenn ich jetzt noch genau andersrum drehe, fallen die raus. Nein! Scheiße, ich hab's falsch rum gemacht. Einen Schritt zurück kann man ja nicht machen. Ach, scheiße. Ja, es klappt aber nicht mehr so, wie ich es gern hätte. Ah, doch, so klappt's schon mal. Oh, das ging jetzt schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Die blauen fixiert und dann... Alle anderen haben geklappt. Das Problem ist, dass wir jetzt da noch mal so ein Rätsel haben werden. So, jetzt habe ich sie fast alle in einer Reihe. Ja, ob ich irgendwie so die Reihenfolge ändern kann, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin zu voll dazu, mir erst auszudenken, wie das klappen könnte. Habe ich die beiden blauen jetzt? Die sind schon mal weg. Ich weiß, ich bin gerade sehr leise, aber ich konzentriere mich einfach, oder versuche mich einfach darauf zu konzentrieren, dass es möglichst vernünftig zu machen jetzt irgendwie und ja. So, und die zumindest alle erst da reinkriegen. So, wenn ich jetzt das umdrehe, genau. Und das so mache, dann landet die gelbe da. Das ist doof.
Nein, jetzt habe ich die andere rote da verloren. Jetzt habe ich wieder alles hineingebracht. Toll. Wenn ich es so mache. Und so. Und jetzt so landet die da. Okay, jetzt bringt mir gar nichts. Nee, Leute. Ach, ich kann auch nicht überspringen. Das ist ja toll. Ich muss es machen. Das ist... Es ist eine Qual. Es ist... Eine Farbe weniger ist es. So, wie geht das? Ist schon, wenn man die ganze Zeit da drauf guckt, dieses Drehen macht schon ein bisschen kirre, oder? Gerade so richtig aufgefallen. So, es ist noch eine dazwischen. Und wir jetzt noch eins so drehen und dann wieder so und so. Und zwei dazwischen. Jetzt habe ich es wieder schön abwechselnd. Ich sollte mir mal merken, wie ich das mache. Es dürfte ähnlich wie bei diesen Rubik's Cubes sein, dass es einen bestimmten Mechanismus gibt, mit dem man das machen kann, einfach. Wenn ich es so drehe, fallen die nach da. Die fällt nach da. Und so klappt es. Wow. Ich habe es geschafft. Und ich muss gleich aufhören. Aber erstmal gucken wir, was jetzt passiert. Ich bin beim magischen Strom irgendwie von magischen Linien oder so ausgegangen, nicht von magischem Wasser. Thank you, Princess. You've saved the magic forest from destruction. Take these beans and return. They may not look like much, but if you put them into the ground. Vielen Dank, Prinzessin. Ihr habt den Zauberwald vor der Zerstörung gerettet. Nehmt diese Bohnen. Als Zeichen unseres Dankes. Sie sind unscheinbar. Doch wenn sie im Boden vergrabt, treiben sie gigantische Sprossen. Danke, ich habe Zauberbohnen bekommen. Now follow me and the forest magic. Folgt mir nun und die Magie des Waldes wird euch helfen, die Schlucht zu passieren. Aber wie wir die Schlucht passieren und wie wir ihr folgen, das sehen wir beim nächsten Mal wieder. Hier bei Spirits of Mystery, der Gesang des Phönix. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.